Hallo und willkommen zu einer neuen Let's Play-Serie. Wir werden Bear and Breakfast spielen. So, dann Spiel starten, ein leeres Slot und annehmen. 2 Stunden habe ich schon ungefähr in dem Spiel, aber es macht so viel Spaß, das machen wir jetzt zusammen. Warum kann ich bloß nie pünktlich ins Bett gehen? Ich werde morgen so müde sein. Mama wird es gar nicht gefallen. Hanks Hände wurden plötzlich eisig kalt. Er konnte spüren, wie eine enorme Last auf seine Stirn drückte. In der Ferne erschien eine dunkle Figur, die ihn mit leuchtenden Augen anstarrte. Sie war umgeben von verwitterten Steinen und knorrigen Ästen. Urplötzlich erhellte das gleißende Licht eines Blitzes den Nachthimmel. Donner grollte. Ein schriller Schrei drang in sein Ohr. Doch es war niemand da. Alles wurde wieder dunkel und in der Stille war nur noch das sanfte Plätschern des Regens zu hören. Vergiss, was ich vorhin gesagt habe. Schlaf wird überbewertet. Und sind wir jetzt im Traumland? Hallo? Ich kann mich nicht bewegen. Nicht. Nicht was? Sehen? Hier ist es sowieso rabenschwarz. Bewegen. Ich versuche mich dort zu bewegen. Das geht auch nicht. Nutze WASD, um dich zu bewegen. Na gut, das kriege ich hin. Hui, und wir können ranzoomen. Na, das ist mal praktisch. Das sehe ich aber auch so. Finde. Was soll ich finden? Dich selbst? Wie auf einer meditativen Reise oder so etwas? Oh, was muss ich finden? Das Bett? Schlafe. Na gut. Ja, klar doch. Ich mache einfach ein kurzes Nickerchen auf meinem Totenbett. Das würde ich dir nicht empfehlen. Aber vielleicht können wir nichts anderes machen. Wir können wahrscheinlich nichts anderes machen. Eh zum Interagieren. Na gut. Hilft ja alles nichts. So, jetzt aber. Gute Nacht. Nicht. Du kannst dich wohl wirklich nicht entscheiden. Ja, geht's weiter? Aufwachen. Doch, ich wach sehr gerne auf. Mach ich eigentlich täglich. Fängt ja gruselig an, das Spiel. Das reicht. Ich werde vom Schlafen gehen keine Teigtaschen mehr essen. Generell eine gute Idee. Ich bekomme da auch immer Sodbrennen von. Sjö. Können wir aufstehen? Hank, das ist jetzt schon das 3. Mal. Oh, ich sollte wohl besser nachsehen, was los ist. Das ist eine gute Idee. Sonst wird Mama Hank sauer. So, ich mag's, dass der Baumzeiger so eine schöne Maus ist. Dass der Mauszeiger so ein schöner Baumstamm ist. Lampe an. Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus. Ja. Genug Cold Mirror-Zitate, auch wenn die so lustig sind. So, können wir hier was machen? Ich denke nicht, also bin ich nicht. So, Tür gesperrt, Tür gesperrt, Tür nicht gesperrt. Ich bin wach. Nanu, du bist ja bloß Haut und Knochen. Das ist richtig. Gut, dass der Winterschlaf noch nicht eingesetzt hat. Du kannst es nicht jedes Mal so nennen, wenn ich ein wenig länger schlafe. Außerdem? Was außerdem? Außerdem habe ich schlecht geschlafen. Zu viele Gedanken. Nun, hast du mal versucht, weniger nachzudenken? Das liegt in der Familie. Wow, danke, Mom. Nein, ich... Wo ist Annie? Oh, wahrscheinlich mit Will in ihrem Zimmer. Ich sollte sie aufwecken gehen. In Ordnung, Liebling. Na gut. Die Grundlagen, Kämmerdorf, WASD, wunderbar. Kann ich hier noch mit irgendwas interagieren? Mit dem schönen Sessel hier? Nö, mit der Vase auch nicht. Na gut. Da gehen wir wohl wieder raus. So, die Tür ist nicht mehr versperrt. Das ist ja wunderbar. Guten. Raus hier. Morgen. Raus. Du bist wohl mit dem falschen Bein aufgestanden. So früh aufzustehen ist die Hölle. Ja, für keinen Geruch der Welt lohnt es sich, so früh aufzustehen. Was meinst du? Ich konnte ihn kilometerweit riechen. Herrlich, ihr beide. Was steht heute auf dem Zettel, Chef?
ein neues Loch neben dem anderen Loch zu graben? Naja, Mama hat gesagt, sie würde uns heute den Bach überqueren lassen, damit wir im Sumpf nach Pilzen suchen können. Was habe ich dir gesagt? Ich sterbe für die Jagd. Wie kann es sein, dass wir nichts Verrücktes mehr machen? Wie ein hübscher Besuch beim Müllcontainer. Du weißt doch, dass wir nicht hinter den Zaun dürfen. Außerdem kam seit Monaten kein neuer Müll dazu. Nun, hier finden wir weder Müll noch Pilze. Gehen wir. Stehst du jetzt auf seiner Seite? Es ist morgens. Wir sind wach. Packen wir es an. So viel Enthusiasmus und es so früh am Morgen. Mensch, Mensch, Mensch. Ich wurde gewarnt, dass der Verrat niemals von Feinden verübt wird. Ja, das stimmt. Verraten werden kann man nur aus den eigenen Reihen. Ran an den Speck wurde abgeschlossen. Und ich habe gar keinen Speck bekommen. Hank, Kinder, hier drüben. Macht mal schön eure Klauen bereit. Achtung. Na gut, da ging der Text aber schnell weg. Und was haben wir hier für eine schöne Map? Das ist sehr liebevoll gestaltet. Hier können wir Wäsche waschen. Aber wir tragen ja gar keine. Was sind überhaupt Jeans? Ich weiß es nicht. Ich bin gerne nackt. Deswegen mache ich das Let's Play hier auch komplett Splitterfaser angezogen. Keine Angst, Kinder. So. Hi, Mama. Hey, Ma. Guten Morgen, Kinder. Guten Morgen, Mrs. M. Ma'am? Hat dir gut geschlafen? So gut wie gewohnt. Gut genug. Was auch immer das bedeuten soll. Gut, heute ist ein ganz besonderer Tag. Ich schicke euch auf die Jagd. In Ordnung. Weiche mir die Richtung zum Loch. Nach Schwarzmoos. Was? Was? Ich weiß, ich hab gesagt, wir überqueren den Zaun nicht, aber ihr wart alle so brav und ich brauche eure Hilfe. Das Gebüsch um den Grabstein herum wird allmählich ein wenig zu dicht und die Blumen blühen nicht mehr. Deswegen müsst ihr für mich ein Bündel Alligatorkraut finden. Ich kann nicht fassen, dass wir diesen stinkenden Ort verlassen können. Ich meine, Abenteuer. Abenteuer. Wie auch immer, Hank, du hast für diese Unternehmung die Verantwortung. Hier, danach suche ich. Nimm am besten gleich das ganze Notizbuch mit, damit du es nicht vergisst. Das Notizbuch mal eins, hervorragend. Aber verlier es nicht wieder. Werd ich nicht. Wird er. Wird er. Alles klar, ihr drei. Und denkt daran, ihr holt das Bündel und kommt direkt wieder zurück. Nicht einen Schritt tiefer als bis zum Sumpf. Ja, Ma. Okay. Hier ist der Grabstein. Ich kann nicht lesen, was da steht. Vielleicht, weil ich ein Bär bin und nicht lesen kann. So, wir haben einen Missionsmarker, der nach unten rechts zeigt. Dann wollen wir mal da lang gehen. So, rein ins feuchte Nass. Ins feuchte Vergnügen. Die drei Freunde hatten sich weiter hinausgewagt als jemals zuvor. Sie hatten die grünen Weiden und die stillen Bäche des Dickichts hinter sich gelassen. Margaret wusste zwar nichts davon, aber es war nicht ihr erstes Abenteuer dieser Art. Annie, also muss ja die Stimme gerade nicht machen, Annie, der karelische Bärenhund. Mutig, aber tollpatschig. Will, die Winternachtschwalbe. Nach außen immer schlecht gelaunt, aber im Inneren überraschenderweise noch viel schlechter gelaunt. Und Hank, der Braunbär. Yay, das sind wir. Fröhlich und neugierig. Aber vielleicht auch etwas besorgt wegen des Versprechens, das er seiner Mutter gegeben hatte. Nein, Mama, ich werde mich ganz sicher nicht auf eine abenteuerliche Reise begeben. Ich verspreche es. Oh je. Oh je, das können wir nicht einhalten. So, dann sind wir im Schwarzmoos. Alles klar, Leute. Verteilt euch! Na gut, dann verteilen wir uns. Das ist immer eine schlechte Strategie. Sieht ja echt schwarzmoosig hier aus. So. Da sind die beiden. Ist das hier eine Falle? Quietschende Reifen. Ja. Ah, dem müssen wir mal nachgehen.
Was zur Hölle? Ich habe es auch gehört. Wir sollten besser gehen. Aber wir haben das Gebüsch noch nicht gefunden. Ich bleibe bei Henk. Mal sehen, wo das herkam. Nein, wir gehen zurück. Weißt du was? Ich wette, es ist ein brandneues Müllauto. Ist mir egal. Mama hat gesagt, man soll direkt zurückkommen. Gehen wir. Sie hat auch gesagt, wir sollen Alligatorkraut mitbringen. Aber wir haben nichts gefunden. Vielleicht liegt was im Auto. Nein, komm zurück. Meine Freunde bringen mich unter Gruppenzwang schon wieder dazu, komische Sachen zu tun, die man nicht vor laufendem Mikro erwähnen sollte. Das ist ein echt großer Felsen. Ja. Ich würde sagen, ein felsiger Felsen sogar. Noch kommen wir hier nicht rüber. So, was steht auf dem Schild? Zur Holzkreuzung. Ja, denn auf geht's. Und wieder sind wir unterwegs. Und was sehen meine Äugelchen da? Ein Scheißhaus. Und ein Lieferwagen. Erstmal aufs Klo gehen. Luxuriöses Klohäuschen. Anfragentag. Okay. Hammer alles, nicht? Können wir nichts bestätigen. Ich stehe im Spotlight. Ist das nicht schön? So, was haben wir hier drin? Ah. Nehme ich doch alles mit. Können wir hier schön aufräumen. Mir lässt da einfach angebissene Apfelgehäuse liegen. Die kann man doch essen. So, noch ein bisschen Klopapier oder Kleenex. Die können wir natürlich auch aufsammeln. Jetzt sieht es da drin wieder schön aus. Was ist hier? Achso, das kann ich noch nicht machen, weil mir Kupferplatte und ein Bushaltestellenschild fehlt. Vielleicht kriegt man das von da oben. In diesem Gebiet fallen derzeit keine Arbeiten an. Na gut. Da ist mein Fragezeichen. Nicht zu verlieren, nichts zu gewinnen. Ergreife die Gelegenheit beim Schopfe und zeig ihr, wer der Boss ist. Ja, das klingt doch gut. Der merkwürdige Hai hatte eine glänzende, gummiartige Oberfläche und trug eine coole Sonnenbrille. Eine kleine graue Lautsprecherbox hing um seinen Hals und gab irgendwelchen Blödsinn von sich. Sie erinnerte Heng an Bills Fernseher. Direkt daneben stand ein kleines Fahrzeug mit einer großen Werbeanzeige für Porn Voyage. Überhaupt nicht merkwürdig. Hallo. Sei Teil des nächsten atemberaubenden Abenteuers, der nächsten unglaublichen Unternehmung, des nächsten elektrifizierenden Erlebnisses. Ist da jemand drin? Du da, edler Gentleman in diesem, orangefarbenen Mantel. Ich bin schon ziemlich edel. Wie würde es dir gefallen, den nächsten Mindestanteil am nächsten maximalen Manöver zu besitzen? Also, ich bin kein großer Fan von maximalen Sachen. Ich teile schon gern. Und ich muss noch einmal wiederholen, der Anteil ist sehr gering. Was teilen wir nochmal? Sehr, sehr wenig. Das Mindeste. Wie sprichst du überhaupt? Porn Voyage ist ein multinationales, mehrschichtiges, vielfach dir freundlich gesinntes Unternehmen. Was zum... Das gesicherte an Tourismus grenzende Waren und Dienstleistungen im Tausch für wertvolle persönliche Sicherheiten anbietet. Ich komme nicht mehr mit. Glaub nicht, dass ich je dabei war. Bring einfach deinen alten, unbrauchbaren, unbezahlbaren Familienschmuck oder teure Erbstücke deiner Wahl zu uns und wir geben dir einen Gutschein für einen 1-3-tägigen All-Inclusive-Urlaub deines Lebens. Tut mir leid, Kumpel, ich habe keine teuren oder herben Stücke. Porn Voyage ist auch auf der Suche nach brandneuen Unternehmungen und Standorten. Warum spricht er immer so weiter? Für seine Millionen von Kunden überall im Tal. Wir akzeptieren jegliche Standorte oder Grundstücke. Ganz egal, wie heruntergekommen oder baufällig.
um unseren Kunden den Urlaub zu bieten, den sie verdienen. Warte, für Menschen zum Leben hier? Niemand will hier leben. Sie sind bloß Touristen. Das habe ich schon mal gesehen. Die Menschen laufen nur da rum, wo der Haijunge es ihnen erlaubt. Sie starren leicht andere Bäume an, als die, die sie vorher gesehen haben. Und versuchen zu vergessen, wovor sie zu Hause weglaufen. Ja, Urlaub halt. Ja, da sage ich nichts. Ich habe es in einer Zeitschrift gelesen. Menschen sind kaputt. Wenn du oder einer deiner Freunde euer Zuhause oder Haus als Porn Voyage Premium Grundstück anbieten möchte, indem man es restauriert, repariert, neu dekoriert und auf einen Mindeststandard bringt, den ehrlich gesagt niemand durchsetzt und du dein Monatseinkommen drastisch geringfügig verändern möchtest, drücke einfach den grünen Knopf unter meiner Kehle und ein Vertreter wird sich mit dir in Kontakt setzen. Ich will ehrlich sein. Ich habe keine Ahnung, was er gerade gesagt hat. Wenn ich diese Kiste richtig verstanden habe, bin ich ziemlich sicher, dass sie uns Geld geben will. Menschliches, erstklassiges, druckfrisses Geld. Ich habe nur gehört, dass die Menschen zurückkommen. Nun, das Geld muss irgendwie herkommen. Menschen zurückkommen? Ich habe seit Monaten kaum einen mehr gesehen. Und zwar viele. Verstehst du nicht, was das bedeutet? Mit deiner übermächtigen Kraft und meinem blitzschnellen Verstand und der fadenfrohen Einstellung eines Bierverderbers, ich bin fröhlich. Die interessieren mich nicht, das ist alles. Wir sind bereit, einen Haufen Kohle zu verdienen. Ich will ehrlich sein. Ich habe keine Ahnung, was du gerade gesagt hast. Mensch, zurück. Gutes. Geld geben. Ich will ehrlich sein. Das ist alles andere als gut. So, sag dem Mann einfach, dass wir einen Platz gefunden haben. Wir können jede beliebige heruntergekommene Hütte im Tal nehmen. Die sind sowieso alle verlassen. Ja, das klingt gut. Na gut, red mal wieder mit dem komischen Roboter. Nicht zu verlieren, nicht zu gewinnen. Ergreife die Gelegenheit beim Schopfe und zeig ihr, wer der Boss ist. Ja, ja. Grünen Knopf drücken. Ja, auf jeden Fall. Hallo nochmal. Herzlichen Glückwunsch. Du wurdest automatisch in einem rechtsverbindlichen Standardvertrag aufgenommen. Ich komme mit den Stimmen noch durcheinander. Indem deine Fingerabdruckdaten vom Archiv der Agentpolizei abgefragt wurden. Willkommen in der Familie. Fehler unbekanntes Muster. Der Name passt zu dir. Du bist nun... Ja, das mit den Stimmen sind jetzt ein Charakter, ist ein oder zwei Charaktere zu viel. Du bist nun vertraglich dazu verpflichtet, innerhalb der nächsten 3 Geschäftstage Details über dein Premium-Grundstück bereitzustellen. Drücke einfach den grünen Knopf unter meiner Gurgel, wenn die Geschäfte bereit sind, unseren ersten Gast zu empfangen. In Ordnung, wer weiß etwas über Menschenhäuser? Also ich habe mir Bilder von Häusern in den Magazinen angesehen, die wir gefunden haben. Könnten die Menschen nicht einfach unter einem Busch leben? Nein, ich glaube nicht, dass das reicht. Die sind zerbrechlich und leicht zu verängstigen. Da kenne ich noch jemanden. Ich glaube, ich weiß ein oder zwei Dinge darüber, einen Ort gemütlich zu machen. Ja, das, so siehst du auch aus, das glaube ich dir. Und ich bin nicht leicht zu verängstigen. Ja, aber ich glaube, wir brauchen auch Hilfe. Ich glaube, wir sollten Toni suchen gehen. Will, nein, ich glaube, wir sollten ihn wirklich nicht stören. Das wird schon. Außerdem glaube ich, dass ihm die Gesellschaft guttun wird. Ich weiß nicht mal, wo er sich dieser Tage aufhält. Ich bezweifle, dass er das Wegemehl je verlässt. Geh und sieh mal nach, ob du ihn aufspüren kannst und sag ihm, wir brauchen seine meisterlichen Holzarbeiterfähigkeiten. Das wird ihn anstacheln. Na gut. So, er hat noch ein Fragezeichen über dem Kopf. Flug und Vögel wissen nicht, wie gut wir es haben. Niemand drängt sie zum Fliegen. Ich kann hier buchstäblich laufen. Na, der ist sehr flugfroh. Na gut,
da ist eine Parkbank. Jetzt fehlt nur noch ein Picknickerkorb. Na gut. Haben wir hier oben irgendwas Interessantes? Die Straße ist schon ziemlich interessant. Aber generell würde ich sagen, nie. Na gut, auf zum Questmarker. Schau wieder unterwegs. Sägemehl. Und da leuchten mir doch Planken entgegen. Ist ja genau wie beim Piratenspiel, das ich zuletzt gespielt habe. Da ging es auch sehr viel um Planken. Das war nicht so erfreulich wie hier. So, sammle ich gleich mal alles auf, was nicht nied- und nagelfest ist. Kann man bestimmt später gebrauchen. So. Okay. Da ist er ja. Glaubt ihr, dem kleinen Otter müssen wir? Oder ist es ein Biber? Ich glaube, das soll ein Biber sein. Macht ja mehr Sinn, wenn er im Holzgeschäft ist. Otter können ja nichts. Biber schon. Jo, nehme ich mit. In die Gefängnisbrieftasche mit allem. Weil ich wüsste nicht, wo er sich da sonst hinstecken will. Und da ist viel Platz drin. Bin ja schließlich ein Braunbär. So, sehr schön. Kann ich das auch aufnehmen? Dann haben wir hier noch ein bisschen was. Her damit. Alles nehmen. Das ist ja wie im Bretterparadies hier. Tja. Ja, ich kann mich gar nicht entscheiden, was ich zuerst nehmen soll. Ich denke, ich habe die richtige Reihenfolge gewählt. Das größere Paket zuerst. Hat das kleinere ja auch viel mehr Platz. So, jetzt nur nicht gegen irgendwelches weiteres Zeug laufen. Was haben wir hier? Metallschrott. Eisenplatte und Eisennagel nehme ich doch auch gern mit. Genauso wie das Holz hier. Alles nehmen. Und dann wollen wir mal mit dem freundlichen Toni hier reden. Oh Gott, ein Bär! Ich bin es nur, Sir. Hank aus dem Dickicht. Meine Güte, du kannst sprechen. Ich wollte dir nur einen Bären aufbinden, Kumpel. Wie geht's deiner Mutter? Es geht ihr fantastisch. Hör mal, ich wollte fragen, ob du uns helfen kannst. Wir haben ein... Helfen? Warum hast du das nicht früher gesagt? Was braucht ihr denn? Einen Haufen Birkenzweige? Also naja, meine Freunde und ich haben uns gefragt... Einen Eichenlöffel? Oh, ich denke, der würde Margarete gut gefallen. Hat dir schon mal jemand gezeigt, wie man sägt? Nein, es gibt da diesen Hai in Holzkreuzungen. Er sagt, er könne... Oh, ein Mammutbaumplakette für deine Fische? Bring die Menschen zurück ins Tal. Oh, nun. Sie waren schon länger nicht mehr da, oder? Was könnte ich damit zu tun haben? Wie viel weißt du darüber, Gegenstände für sie herzustellen? Für Menschen, meine ich. Nun... Wie du weißt, ist alles, was die Menschen machen, perfekt. Als ich diese Mühle hier übernommen habe, fand ich all diese Zettel und Zeichnungen. Ich hatte das Gefühl, echte Artefakte gefunden zu haben. Ich hätte nie gedacht, dass man aus Holz so viele Formen schnitzen könnte. Schau mal, scharfe Konturen, grobe Rahmen, perfekte Winkel. Nur ein göttlicher Verstand hätte sich das alles ausdenken können. Wow, kannst du das alles herstellen? Oh, das ist kinderleicht. Es ist ganz einfach, wenn man herausgefunden hat, wie man diese Dinge liest. Könntest du? Soll ich es dir beibringen? Ja, nun, ich hatte gehofft, du könntest uns helfen, die alte Hütte in Holzkreuzung aufzumöbeln. Oh, wie schön. Wir brauchen meine Rückensäge und meinen Hammer, eine Leiter, oh, und einige Kiefernbretter. Kannst du die für mich sammeln? Die hellgelben. Die sind alle gelb. Hab ich doch schon gesammelt. Hast du das ganze Holz gefunden? Ja, hier ist es. Ja, sagt auch. Ja, hier ist es. Hervorragend. Perfekt. Du bist wirklich unersetzlich. Danke. Ich habe es einfach vom Boden aufgesammelt. Fantastisch. Jetzt mache ich mich auf den Weg nach Holzkreuzung. Wir sehen uns dort. Na also. So, gelootet haben wir hier auch, was das Zeug hält. Da ist gar nicht mehr so viel übrig. Vielleicht können wir hier noch was klauen. Holzfällerwerkzeug. Kann ich das einfach... Ich nehme das mal mit. Braucht man bestimmt. Er wird es nicht vermissen. Denke ich mal. So, mal rauszoomen, ob wir was übersehen haben. Da oben vielleicht. Und da glitzert ja auch noch was. Und hier ist was zum Ansehen. Ich frage mich, wo...
Was? Ich frage mich, wo so ein großer Baum wohl hinpassen könnte. In den Wald? So, hier ist ein Eimer. Alter Computer, Eisennagel, Eisenplatte, Kupferplatte. Nehme ich doch gern alles mit. Oh, was haben wir denn hier oben? Sabine, darin gibt es Pilze, die angeblich schlimme Albträume verursachen. Die könnte ich jetzt sehr gut vertragen. Okay. So. Und dann haben wir noch was? Nö. Nix, mit dem wir interagieren können. Na gut, dann gehen wir wieder runter. Auf zu Toni. Nachdem wir das Brett hier eingesammelt haben. Oder die Bretter. Mehrzahl. So. Wie kommen wir da nach unten? Bin ich falsch? Bin ich richtig? Bin ich richtig falsch? Nee, das sieht gut aus. Wir kommen hier nach unten. Was will man mehr? Hier ist noch ein Busstopp. Bushaltestellenschild haben wir noch nicht. Schade. Rest hätten wir machen können. Aber vielleicht machen wir erstmal ein Projekt, bevor wir das nächste anfangen. So. Nochmal Bretter. Nehme ich. Alles nehmen. So, da liegt noch ein bisschen Müll. Ja, das ist ganz wunderbar. Und wir benutzen diese alte Hütte. Darin hat seit Jahren kein Mensch mehr gewohnt. Oh ja, sie passt gut. Schau mal, wer doch noch gekommen ist. Ich hab deinem Freunden schon gesagt, dass das gesammelte Holz von dir reichen sollte. Ich mach mich gleich an die Arbeit, aber zuerst musst du den ganzen Müll aus der Hütte räumen. Das werd ich hinbekommen. Hab ich doch schon gemacht. Hast du die Hütte gesäubert? Ja. Japp. Großartig. Wir müssen diese kaputte Werkbank benutzen. Die was? Nun, in der Luft kann man es schlecht hämmern. Du brauchst ein Arbeitsgerät dafür. Der Tiff neben dem Baum hängt. Nimm etwas Holz und baue sie wieder zusammen, während ich hier aufräume. Okay, auf zur Werkbank. Ich bestätige dich, Werkbank. Sehr schön. Ist repariert. Zurück zu Toni. Konntest du die Werkbank reparieren? Sie ist wieder wie neu. Ja. Sie ist gut. Ausreichend. Danke. Wie bitte? So. Und nun hämmerst du einfach vor dich hin. Ah. Du hast noch viel Zeit zum Üben. Vor einiger Zeit mussten die Menschen über den kalten Steinboden und das kratzige Heu laufen. Sie hätten bestimmt lieber auf einer sauberen, weichen, nachgiebigen Oberfläche geschlafen. Das ist etwas anderes, aber ich bekomme es hin. Lageraktualisierung. Porn Voyage. Neue Gegenstände. Hervorragend. Neue Gegenstände. Ein Bett. Stelle eine an der Werkbank her. Na gut, das kriege ich auch noch hin, wenn ich die Materialien habe. So, Inventar, Raumplanung, was soll ich denn überhaupt herstellen? Ein Bett, kriege ich hin. Da haben wir's. Und nun was? Okay, muss ich erstmal wieder ansprechen. Konntest du das Bett bauen? Ja, hier ist es. Ich hätte nicht gedacht, dass es schlimmer als auf den Zeichnungen aussehen könnte. Aber nun ist es so. Oh, ich meine exzellent. Du machst das so gut. Besser als meins. Das ist einfach traurig. Nun, beeil dich und nutze es sinnvoll. Errichte ein Schlafzimmer und stelle das Bett hinein. Na gut. Räume errichten. Ich glaube, das kriegt man auch noch hin. Hier, Raumplanung, Komfort, Schlafzimmer. Und habe ich hier, sind das Wände? Wie groß muss eigentlich das Schlafzimmer werden? Nein, ich will es nicht platzieren. Hier, Raumplanung. Wo kommt das Schlafzimmer am besten hin? Und vor allem, wie groß ist es? Das sieht doch in Ordnung aus. So. Tür. Keine Tür. Muss ich das hier... Tür hinzufügen. Ja, das sieht doch besser aus. So, das war mal ein kleines, mieses Schlafzimmer. Vielleicht reißt man nochmal alles ab.
Absolut sicher. Wie sieht denn ein vernünftiges Schlafzimmer aus? Also wenn, wo kommt denn überhaupt das Bett hin? Sagt man mal so, und da unten ist dann vielleicht ein bisschen, ja, je nachdem. Schauen wir mal, also eine Tür. Tür. Also muss ich ja wieder hier rüber gehen, beziehungsweise hier rüber. Ich würde sagen, hier hinten passt es doch ganz gut mit zwei Abstand. Sehr schön. Und dann Herstellungsgegenstände. Nee, ich wollte doch das Bett reinsetzen. Da ist es ja. Habe ich das mit der Tür falsch verstanden? Mindestgröße 2x3, das haben wir doch erreicht. Muss ich das erstmal abschicken? Nö. So, da ins Eck. Schäbiges Lattenbett kann nicht in diesem Raum Flur platziert werden. Das ist aber schade. Ich dachte, das wäre ein Schlafzimmer. Dann nochmal abbrechen. Raumplanung, Komfort, Schlafzimmer. 2x3. Achso, ich muss den Raum wahrscheinlich so planen. Das macht natürlich Sinn. So. Dann machen wir es vielleicht so. Na, 5 sind zu viel, 3 sind fast zu wenig, würde ich sagen. Na, das sieht doch schon besser aus. Eine Tür. Geht's in der Mitte? Nee, natürlich nicht. Dann hier mit einem Abstand irgendwie nach rechts. Ah, das müssen wir besser hinkriegen. Das sieht sehr dystopisch im Moment aus. Und ist überhaupt nicht symmetrisch. Egal. Das passt erstmal. So. Konntest du das Schlafzimmer errichten? Jawohl, Flecken und alles. Hervorragend. Ich ziehe es fast dem toten Baum vor, in dem ich früher geschlafen habe. Du stehst auf seltsame Dinge. Alles klar, das ist der wichtigste Schritt. Die Menschen wollen immer das vermeintliche Gefühl der Macht haben, indem sie auf jemanden in ihrem Umfeld herabblicken können. Damit kennst du dich scheinbar gut aus. Wir müssen ihnen also das Gefühl geben, dass sie willkommen sind. Wenn wir vorne einen kleinen Tisch hinstellen, wissen sie, wo sie lang gehen müssen. Und ein kleines schwarzes Buch, um die Aufzeichnung für Sisse festzuhalten. So machst du das. Es ist eigentlich gar nicht kompliziert. Dankeschön. Wenn du fertig bist, stelle sie in die Bruchbude und du kannst dann die Kohle scheffeln. Na gut, dann wollen wir uns mal dran machen, die Kohle zu scheffeln. Aber das Schlafzimmer sieht echt scheiße aus. Was habe ich da denn wieder gemacht? Können wir bestimmt abreißen. So. Bretter. Habe ich die übersehen oder sind die nachgespawnt? Ist mir eigentlich egal. So. Nicht verlassen, abreißen, abreißen, Raumplanung, abreißen, Sanierung, abreißen, abreißen. Ich hätte das gern nochmal gemacht. Nicht verlassen. Komfort, Schlafzimmer, Nähe, will ich jetzt nicht. Herstellung. Was müssen wir denn herstellen? Eine Rezeption. Na gut. Ja, damit. Hammer. Und jetzt Raumplanung. Nee. Dann Inventar. Rezeption. Komisch, dass man die hier platzieren muss. Na gut, machen wir die doch hier zentral gelegen. Nein, das passt nicht in die Hilfslinien. Kann ich was rotieren? Ja. So, wie rum? Ich sehe leider nicht. Das können wir ja gleich schauen. So. Ich glaube, da eignet es sich gut. Nee, ist falsch rum. Obwohl die Klingel ist auf der passenden Seite. Ich würde sagen, das passt erstmal so. Wunderbar. So. Hast du die Rezeption aufgestellt? Ja, da ist sie. Das sieht gut aus. Man könnte fast meinen, du seist ein Naturtalent, Hank. Du lernst so schnell. So gut ist sie gar nicht. Ich habe ewig dafür gebraucht und das steht fast nichts darin. Wird sie ihnen überhaupt gefallen? Du weißt, wie man mit Komplimenten umgeht. Oh, tut mir leid. Danke, danke. Tut mir leid. Sprich mit dem Hai-Typen. Sag ihm, dass wir seine Bute fertig haben. Na gut, auf zum Hai-Typen. Ui, muss ich ganz schön viel Charakterdialoge machen. Nichts. Ja, das lese ich nicht nochmal vor. Grünen Knopf drücken. Hallo, wir hätten gern ein paar Menschen zu Besuch.
Herzlichen Glückwunsch, dein Premium-Grundstück ist nun im Netzwerk aufgelistet. Dankeschön. Na, dann kommt her, ihr Menschen. Die Zeit war gekommen, um etwas Faszinierendes und zugleich Verstörendes auf das Silbertal loszulassen. Menschen. Diese schwitzenden, größtenteils haarlosen Kreaturen waren das Thema einiger heißer Debatten in der Nachbarschaft. Für manche waren sie wie göttliche Wesen, welche die Welt mit Magie und Maschinen nach ihrem Willen formten. Vor allem, weil sie Essen und andere Dinge zurückließen, die bei den Tieren sehr beliebt waren. Andere hassten sie und sahen in allen Menschen Vorboten des Untergangs. Etwas dramatisch, wenn man Hank fragt. Er wusste nur, was seine Mutter ihm dazu gesagt hatte. Bleib auf Abstand. Na, so viel dazu. Jetzt kannst du damit anfangen, verschwindend gering lebensveränderndes Einkommen zu verdienen. Nimm einfach deinen ersten Gast über deine Rezeption an und biete ihm das Erlebnis seines Lebens. Oh je, das wird definitiv ein Erlebnis für ihn. Dann schauen wir mal, wie unzufrieden wir schaffen, dass er wird. Oh, hier liegt Müll, das muss man natürlich gleich wegmachen. Ah, kein Müll, Wertsachen. Hier liegt auch noch eine Wertsache auf dem Boden. So, die Hütte, Holzkreuzung, Details, Schlafzimmer 1, Gästeanfragen. Beatrix Harper, Komfort braucht zu zweit, Dekoration 5, Hammer nicht annehmen. Zuweisen. Na, sehr gut. Und nun? Wieder zum Hai zurück. Ja, sieht so aus. So, Hai. Das lese ich nicht mal vor. Ja. Es ist ein Mensch unterwegs. Herzlichen Glückwunsch. Du befindest dich jetzt auf deinem Weg zu finanzieller Unabhängigkeit. In Wirklichkeit bist du viel näher am finanziellen Ruin. Aber du hast einen Vorsprung. Und das bedeutet wahrscheinlich etwas. Wie dem auch sei, stelle sicher, dass du mit den Wünschen der Gäste mithältst, denn sie neigen dazu, immer ausgefallener zu werden. Das ist leider ein Problem, das die Technologie noch nicht lösen konnte. Na gut, das kriegt man hin. Kann ja nicht so schwer sein, die paar Menschen hier zu befriedigen. So, was muss man eigentlich machen? Ein Schlafzimmer hätte ich gern angepasst und hoffe nicht, dass das dauerhaft so ist. Irgendwie müssen wir ja was abreißen können. Oder muss ich hier selber schlafen gehen? Nö, Einführung haben wir nicht. Muss mal auf den Bus warten. Nachts schlafen. Ja, das sieht doch gut aus. Und ich bin erholt. Ist das nicht schön? So, Gäste sind eingetroffen. Oh, hallo. Oh, die hat Angst vor mir. Ist das süß. Na, sieht das hier nicht gut aus? Wie findest du das? Oh, du magst die Rezeption. Und du magst keine Bären. Na gut, das kann ich halbwegs noch verstehen. So, dann genieß mal hier schön die Natur. Luxuriöses Klohäuschen. Das können wir reparieren. Machen wir's mal. Hui! Jetzt können die Leute endlich auf den Topf gehen. Müssen nicht mehr ins Bett kacken. So, ist sie schon wieder abgereist? Haben wir irgendwas, was wir tun können? Mit Bäumen interagieren? Oh oh, Alarm! Alarm! Sieht aus, als würde es dein Premium-Grundstück in Sachen A-Einrichtung fehlen. Hey, was soll das denn? Ansehen. Wow. Das bedeutet, dass die Dekorationsstufen deines Grundstücks nicht unseren sehr, sehr niedrigen Standards entsprechen. Es ist hässlich. Es sieht genau wie mein Zimmer aus. Um mehr lukrative Gäste anzuziehen, musst du dein Grundstück nur ansehnlicher gestalten, indem du nicht essentielle Ziermöbelstücke und Krimskrams aufstellst.
Gäste können von Krimskrams nie genug kriegen. Was für ein unbequemer Satz. Erhöhe die Ansehensstufe des Grundstücks auf einen zufriedenstellenden Wert, bevor du wiederkommst. Ah, na gut, da müssen wir ein paar Deko-Objekte hin tun und ein bisschen was einsammeln. Meine Freunde machen hier gar nichts. So, wie kriege ich denn Deko? Bruchbude, die Hälfte von Stufe 2. So, wie? Was kann ich herstellen? Dekoration noch gar nichts. Dann sprechen wir mal mit Toni. Ja, ist ja gut. Ich bin es nur. Dein Waldsamariter vor Ort. Dankeschön. Quest? Muss ich was suchen? Wie hebe ich denn das Dekor an? Wir haben hier einen Questmarker. Gibt bestimmt einiges, was man hier finden könnte. Vielleicht ein Blümchen. Oh, das wäre doch ein viel besseres Grundstück. Ein Panda. Oder ein Waschbär. Wahrscheinlich eher ein Waschbär. Ja, Pandas sind ja komplett anders. Ein Waschbär, tut mir leid. Tuck. Oh, hallo, Großer. Woher kommst du? Ich wohne hier. Woher kommst du? Das reicht jetzt mit der Fragerei. Was willst du? Das ist eine gute Frage. Müll? Abfall? Mist? Ich suche nach etwas, das sie Menschen lieben. Etwas, das ihnen das Gefühl gibt, bedeutungsvoll zu sein. Fraß? Schrott? Trümmer? Nein, ich brauche etwas Außergewöhnliches. Da liegst du schief, mein Riesenfreund. Ich hab, was du brauchst. Du hast Bekanntschaft mit dem talentiertesten Schrottkenner auf dieser Seite des Tals gemacht. Es gibt nichts, was diese Tiere wegwerfen, das ich ihnen nicht wieder andrehen könnte. Großartig, ich schau mal in diesen Müllcontainer rein. Ganz langsam, Dummkopf. Woher weiß ich, dass ich dir trauen kann? Durch meine beeindruckende Größe? Das ist möglich, aber wir handeln nicht mit irgendeinem Straßenverkäufer. Mein Hintern würde im Nullkommanitz in der Gosse landen. Obwohl ich dort unten viel Zeit verbringe. Aber du musst dich erstmal beweisen, bevor ich dir etwas verkaufe. Ich sag dir was, es gibt einen Busbahnhof über die Straße. Der Thunfischauflauf riecht bis hierher. Bring mir was mit, dann können wir reden. Auf zum Thunfischauflauf. Oh. Ja, das leckere Sandwich nehme ich auf jeden Fall mal mit und... Oliver! Na, Hallöchen, Kumpel. Bist du nicht ein Hübscher? Moment, das geht mir zu schnell. So einen wie dich habe ich noch nie in einem meiner Busse gesehen. Ich würde behaupten, du bist... mir gefällt deine Frisur. Die sehen wir zwar nicht, aber trotzdem. Sanfte Bärenlaute. Oh, was für ein nett aussehender Kerl du bist. Ich bin Oliver. Ich fahre die Busse hier, falls das nicht offensichtlich war. Ha, sieh mich an. Natürlich war das nicht offensichtlich. Bären nehmen nicht den Bus. Nimmst du den Bus? Ich war schon mal in einem kaputten Traktor. Zählt das? Was ist ein Bus? Skeptische Bärenlaute. Ich sehe auch nicht, warum du das nicht machen solltest. Weißt du was? Meinst du, du könntest mir einen Gefallen tun, Kumpel? Ich habe diesen Brief, den ich schon ganz lange verschicken wollte. Ich kann meine Busse nicht einfach verlassen. Und es hat schon seit Jahren keine Post mehr gegeben. Du kennst diese Orte wahrscheinlich besser als ich. Meinst du, du könntest dich auf den Weg nach Sägemehl machen? Und das hier für mich an Bini übergeben? Ja, ich glaube, das können wir. Hervorragend. Sie hält sich normalerweise in der Nähe des Feuerschutzturms auf. Na gut, und was ist mit meinem Auflauf? Oder ist der hier oben? Hast du was zum Schnabulieren gefunden? Ja, bitte. Trockenes Brot, harter Käse, Senf, der eine Woche alt ist. Das war alles, was ich auftreiben konnte. So hat Mama das früher auch gemacht. Alles klar, du kleiner Charmeur. Du darfst meine Auswahl an Gesöff kaufen. Und bitte, das bekommst du sogar umsonst. Aber für alles andere musst du bezahlen. Und ich meine nichts von diesen dämlichen Menschensachen.
Okay, Tuxmüll hervorragend. Ich meine echte Kostbarkeiten. Was hast du denn für Kostbarkeiten? Ein Bärengemälde für 5 Äpfel und wir haben so viele. Das ist ein Deko-Stufe 1, Deko-Stufe 1, okay. Alte Schublade. Kleine Öllampe. Eine Willkommensfußmatte, die nehmen wir auf jeden Fall mal. So, dann braucht man noch ein kleines Bärengemälde natürlich. Eine Blumenvase. Und vielleicht ein kleiner Teppich. Und ein kleiner Nachttisch. So, danke schön. Ah, du hast noch eine Quest für mich, oder? Wie kommt es, dass wir uns hier noch nie gesehen haben? Oh, früher sind wir oft zum Müllkram hergekommen. Ach wirklich? Ich hätte nicht gedacht, dass du kriminell bist. Nein, nein, es ist nicht, wie du denkst. Mein Kumpel Will schickt mich immer. Und das waren nur Zeitungen und Broschüren. Nichts Verbotenes. Alles gut, mein krimineller Freund. Ich werde dich schon nicht verpetzen. Außerdem sind hier schon ewig keine neuen Menschen aufgetaucht. Seit das Paar nach dem großen Brand geflüchtet ist? Ja, wir durften früher nicht hinter den Zaun ins Dickicht gehen. Jetzt laufen wir überall rum, als wären wir die Besitzer. Lass dir von niemandem sagen, dass das nicht stimmt. Egal, die Menschen kommen scharenweise zurück, nicht? Das ist echt verrückt, wenn du das durchziehst. Und dabei wirst du wohl einigen Leuten auf den Slips treten. Hör mal, ich bekomme viele Anfragen, also mache ich mein Geschäft mit Schrott. Keine Menschen, kein Müll, den ich ihnen wieder verkaufen kann. Und besonders magere Teile, wenn wir keine fette Beute bekommen. Sie werfen besonders guten Müll weg. Ich sag dir was, da du die Hütte für sie reparierst, könntest du das nicht auch mit dem Kiosk oben machen? Sie schlichen da früher wie Waschbären am Burgladen umher. Wie ich. Ich bin ein Waschbär. Ich bekomme es langsam hin. Das klingt viel komplizierter. Nee, das war eine einmalige Sache. Sie brauchen nur einige Dinge, damit sie abgelenkt werden. Der Biber wird alles dazu wissen. Er war von Anfang an vor Ort. Wer weiß, welche neuen Waffen wir im Geschäft anbieten können. Waren, nicht Waffen, okay. Na gut. Dann auf geht's wieder. Richtung Deko-Objekt-Ablagestelle. Ja, ist hier gut. Bin ja nur ein Bär. Sehr gut. Dann würde ich aber sagen, wir sind am Ende der Episode angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.